Hallo, meine kleinen Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Hart aber herzig 2. Das geht jetzt nicht. Hart aber herzig mit Kalle und Sterzig 2. Richtig. 2. So. Wir sind weiter unterwegs. Letzte Folge wieder unnormal viele Bestrafungen. Wir sind weiter unterwegs. Ja, genau. Henna ist natürlich wieder am Start mit seiner geilen Zauberin hier, mit der Tamumba, Junge. Und ja, wir dürfen endlich wieder die Map benutzen. Das ist schon mal Punkt 1. Und ich kann skillen. Wir dürfen jetzt C und T drücken und unsere Skillpoints hier verteilen. Oh, ist das schön. Da hat sich gut was angesammelt, ne? Das ist der Hammer. Kalle, du bist ja so universell hier bewandert, ne? Sag mir mal Eisstoß. Ja. Ist das was? Oder nee, ich meine, also. Bei Frost machst du die Sphäre oder die Nova, Junge, und sonst machst du gar nichts. Also, legit, das ist so. Blizzard, so ein Eisblizzard kannst du noch machen. Der ist aber sehr punktuell, den kannst du zusätzlich mit reinskillen, aber du gehst entweder auf die Sphäre oder auf die Nova. Tatsächlich. Ja, ist dann Eis so geil? Nee. Also ja, ist scheiße. Also irgendwie auch ein paar Leute meinen so, jetzt kannst du ja gar nicht auf Leaf gehen. Und ich so, was ist Leaf? Leaf ist das, was ich meinte, Blatt. Dieses Rune-Item. Das synergiert halt hart mit Feuerfertigkeiten. Aber das Ding ist ja, was alle scheinbar also Blitz ist wahrscheinlich ziemlich krass, oder? Oder Feuer? Feuer ist halt... Hydra beschwört eine vierköpfige Feuerbestie. Klar. What the fuck? Feuer ist schon sehr, 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 sehr stark. Du kannst bei Akara ja respecken. Ich würde es aber jetzt aktuell noch nicht machen. Sondern zum Beispiel erst, wenn wir die beiden Runen für dich haben. Tier und Rall braucht man da. Da kannst du Leaf machen, Junge. Also Blatt. Hand of Blatt. Und damit schön einen reindübeln. Muss ich sagen, ne? Ja. Sag mal, skill ich ab und an Wärme? Wärme machst du am Anfang nur einmal. Und später skillst du es mehr. Aber das lohnt sich. Du kriegst halt, also bei Diablo, das ist auch nochmal wichtig vielleicht für die Zuschauer, es läuft alles über Items, die zu Fertigkeiten liefern. Das bedeutet, es gibt Items, die sagen, 2 zu allen Fertigkeiten, die man jemals geskillt hat. Oder 2 zu Feuerfertigkeiten. Oder beim Paladin 2 zu Kampffertigkeiten. Dann würde ich hier überall 2 plus dazu bekommen. Und das ist super wichtig, denn das synergiert halt sehr hart damit, wie der Bild sich am Endeffekt erstreckt. Ne? Okay, ja. So. Ja, klar. Ja, macht Sinn. Ja, ich habe jetzt 13.000 Gold. Ja. Theoretisch könnte man ja jetzt zu Geet gehen und sich erstmal eine neue Brust holen. Weil wir dürfen ja... Ah, nee! Ich darf sie wieder anziehen. Ich habe sie in der Truhe. Ja, ja. Ist jetzt natürlich eine Folge outdated, aber... Naja, aber... Haben, besser haben als brauchen. Eben. So. Hey, tatsächlich habe ich keine Hände irgendwie zurückgelegt. Hä? Naja. Pass drauf. Ja, brauche ich noch nicht so. Ich habe jetzt auch noch 20.000. Ah, ich hätte warten sollen mit dem Verzaubern bei Charzy bis jetzt. Bis zu diesem Moment hätte ich eigentlich warten müssen. Damn, son. Das ist scheiße. Naja, wir finden ihn. Damit du jetzt ein krasses weißes Zepter holst und das dann Gold machst? Nee, weil dann hätte ich jetzt meine Rüstung hier, die weiß ist, tatsächlich verzaubern können. Ach so. Ja. Ja, ich gehe jetzt auch nochmal zu Alonso. Zu Alonso. Was will er? Ja, Xavi. Xavi? Xavi Alonso, Junge. ja. So. Ja, ist lustig, ne? So. Genau. Ja, wir haben es in der letzten Folge schon beim Henno erwähnt, dass wir uns freuen über Einsendungen, was so Intros angeht. Dann nimmt ihr ein geiles Highlight und editiert deine Scheiße. Geiles Highlight. Ja, oh, jetzt hast du den eigentlich gesoffen hier. Ja, gut. Oh, Kalle. Ja. Hier bei Geet, ne? Ist so ein Ringpanzer. Jo. Kannst du wahrscheinlich noch nicht tragen wegen Stärke. Na, ich habe ja 20 Skillpoints. Naja. Ich brauche einen geilen Stab. Oh, ich habe einen gekauft, Digga. Und? Ist ein Walkout. Echt? Brasilien? Naja, bisschen Leben, bisschen Mana, bisschen. Okay, ich mal jetzt auch einen. Oh, also 4 zu Mana. Zumindest war das ein gelbes Item, das war schon mal geil. Aber guck mal, 47 Verteidigung, das ist schon Ehre in Ass. Ja, ja, klar. Boah, hier! Wieder einen zu Stärke. Hast du noch einen jetzt? Ja, ich hab richtig reingebottert. Hey, ich kann nicht mehr O drücken, warum nicht? Weil du vielleicht keine Begleiterin gerade hast. Oh, ist die tot? Oh, ist die tot? So, was haben wir hier noch? Es wird einfach immer teurer, liegt es am Level oder umso öfter ich stirb? Beides, glaube ich. Scheiße. Tatsächlich. Mal so darf gesprochen. Nicht sterben.
Naja, ich verstehe. Okay. Ja, was skill ich denn jetzt? Noch mehr Vital. Also, wenn ich Energie skille, geht ja mein Mana hoch. Aber was ist denn, wie funktioniert Mana-Regeneration in Diablo 2? Ist das prozentual? Oder absolut? Auf alles gerechnet, was du besitzt. Ah, okay. Das heißt, umso mehr Mana ich habe, umso mehr Mana-Regeneration quasi auch. Genau, also wenn du 2% hast, dann hast du quasi. Ja, aber wo sehe ich das? Ja, das ist so ein bisschen hidden, Digga. Ah, okay. Das ist okay. Also du kannst halt, wenn du zum Beispiel deinen Character Sheet aufmachst, du hast mal C, dann gibt es so einen kleinen Haken in der Mitte des Dings und dann gibt es eine detaillierte Werteanzeige. Oh, lol. Und da. Jetzt hab ich's weggemacht. Ja, okay. Das ist so alles, was ich durch Gegenstände dazu bekommen habe. Genau. Ja. Okay, ja, lass los ausrücken, oder? Na klar. Wo gehen wir denn hin? Nochmal. Quest abgeschlossen. Nee, wir gehen durch dein Portal. Durch deins, ja. Durch meins, ja, was auch immer. Oh, warte jetzt. Einmal. Oh, wir haben die Map, Junge. Wir wissen, wo wir langlaufen müssen. So. Dann komm mal mit, mein Freund. Ja, ich habe jetzt nur einmal. Oh, das ist nice. God bless. Sorry. Alter, diese Auren. Ich mach das die ganze Zeit. Du sagst einfach gar nichts. Ja, weil ich hier gerade mega konzentriert bin. Ja klar. Soll ich schon mal losgehen? Wie wechsle ich denn auf die benutzerdefinierte... Achso, übernehmen. Ah, geil. Okay, ich habe auf QWER jetzt umgelegt. Wir können los. Yeah. Oh, Map. Map Flanders, Digga. Junge. Die kann man auch ein bisschen transparent noch machen, ne? Absolut, aber ich habe sie in der Ecke. Wahrscheinlich ein bisschen kleiner, ne? Ja, genau. Ich hab's ja auf der rechten Seite. Ja, da wurden auch schon Wünsche bei mir geäußert. Ihr wirklich, also... Ja, das hast du halt die ganze Zeit in der Schnauze, ne? Das sieht halt kacke aus. Ja, ich verstehe schon. So, hier gehen wir jetzt rein ins Gefängnis. Hab ich aber gerne. Und auch immer ein bisschen transparent, dann geht das auch mit der Schnauze. Ein Krieger sterben sollte. So. Wenn hier Magie war, ist sie lange verschwunden. Sagt sie einfach so, ne? So, und jetzt werde ich hier verprügelt. Sagen mit Eifer. Ich glaube, ich muss leider ein bisschen das... Achtung! Ich muss ein bisschen das Game leiser machen, glaube ich. Oh, Blitzerzauber! Oh, ist tot. Oh, Alter. Ja, du jetzt sammelst hier wieder die Mana. Na klar, hier, den nehme ich auch noch mit. Oh, schade. Wie du dich immer beschwerst wegen dieser Scheiße. Ja, ich habe einen aufgesammelt. Hier, guck! Ja, einer, das sind 50% vom Loot eben. Ach, Blödsinn, Digga! Gestern hast du die noch gespielt. Und dann so, und Digga, die ist eine Menge in den Boah, wie geil. Oh, Leute, ist überall. Ja, Würgegas. Alex hier, Digga. Oh, hier sind krasse Leute drin. Okay, ja, die das sind nur abschreien. Dämonen, die haben einfach nur viel Angriffswert und so. Geben natürlich mehr Loot. Ja, und jetzt will ich wieder auf die F-Tasten. Das ist einfach so. So, ich würde jetzt hier so ein. Scheiße, ich würde einen Mana-Trink mitnehmen. Dann, wenn du das anfängst, absichtlich zu machen, haben wir ein Problem, Kalle. Haben wir ein Problem, Kalle. Du bist schon so richtig mahnend einfach. Oh, ich muss auf mein Leben achten. Das ist witzig. Hilf mir mal lieber hier hinten. Nein. Ich sammle dann die Mana-Tränke, wenn du stirbst. Oh ja. Ja, oh ja. So. Ja, jetzt knallt die langsam. Oh, dieses Ohren, das geht mir aber ein bisschen auf den Sticker, muss ich sagen. Ja, ist doch dein Lieblingscharakter. Ist wirklich mein Lieblingscharakter. Eigentlich würde ich voll gerne Hamadian spielen, Digga. Wie bitte? Hamadian, Junge. Also der schmeißt ja so gesegnete Hammer durch die Gegend. Problem ist nur, das kostet übelst viel Mana. Ein Ring, ja, super. Und lohnt sich ohne Items gar nicht, glaube ich. Ja, das ist so ein itemabhängiger Bild, weißt du? Weißt du? Aus Enigma und alles. Naja, ich verstehe das. Kennst du Enigma? Oh, moin, Leute. Klar, Digga. Was ist das denn? Ach du, ich brauche hier jetzt nicht den Leuten erklären, weißt du, jeder. Sie wissen das, ich weiß das. Du sind wir in der Schule, oder? Mana-Tank. Ey, ohne Witz, also irgendwann mache ich dann auch hier Klappe zu. Oh, das war meine. So eine Made, Digga. Hier, komm, hör auf zu weinen jetzt. Ach, ich will gar nicht wissen, wie viele das schon wieder sind. Einer! Kannst ja gucken im Video. So. Wir sind ja voll falsch. Ja, richtig. Ich glaube, wir müssen tatsächlich entweder hier straight hoch.
oder nach Westen. Ja? Ja, bei dir ist gut, glaube ich. Jo. So, warte, ich muss aber einmal... Ja, meine ganzen Heiltränke, Junge, alles verbraucht. Alles so. Verbraucht. Gut. Und die Bille lebt, jo. Oh, hier oben wieder Alarm im Darm. Übergeordnetes Ziel ist natürlich, dass wir heute Andariel finden, ne? Wenn nicht nur finden. Also ist jetzt quasi auch das nächste Ziel in der Questline. Andariel ist Endboss vom ersten Akt. Jo, dann wären wir im zweiten. Das wäre ganz nice. Ja. Der zweite wird... Ich habe ein bisschen Angst vom zweiten, muss ich sagen. Ja, da werden wir halt verrecken. Duriel, Endboss, Junge. Da müssen wir echt wie... Da, kennst du diese South Park-Folge, wo die da... Die Wildschweine grinden. Ja, klar, die Wildschweine, das müssen wir ja, auch machen. Ja, das sind wir dann. Oh, shit. Erstmal schön das Portal auf. Hä? Ach, weil ich jetzt hier nicht... QWE, ja, Digga. Geile Attacke. Ja, ich meine, Masse-Memory muss ich jetzt erstmal hier auf QWE. Scheiße. Jo, so spielt sich Hardcore am einfachsten. Scheiße. Ja, und dann ab und zu noch R drücken, das ist halt das Nervigste, Mann. Ja. Es geht halt... Ach so, weil ich auf R jetzt... Oh mein Gott, ich muss das umlegen. Du musst ja erstmal... Na gut, dann mach ich die Falle weg. Ja, das Ding ist... Ich hab einfach... Auf R, was ist da, Kalle? Das Rennen, dass das aus ja, geht. Ja, das habe ich weggemacht. Ja. Junge, wo ist denn das jetzt? Scheiße. Rennen gehen da, R. Übernehmen. Mein Gott. Das brauchst du später eh nicht mehr, Digga. Ja, ich hoffe. Das ist halt auch ein bisschen unnötig, ne? Das ist wirklich unnötig. Aber es ist ein bisschen realistischer, ne? Ach komm, halt am Maul. Ich meine, wir rennen ja auch nicht den ganzen Tag. Was ist da? Falle war das, eine dicke Falle. Ah! Oh, Vorsicht. Komm, ein paar Geister, gezischt. So. Na? Wie findet ihr die geile Grafik jetzt, Freunde? So, die Champions werden hier weggechampt. Und nein, ich habe einen Mana-Trank aufgesammelt. Alisa hat kassiert. So. So, hier geht's weiter. Also das ist halt auch ein bisschen nervig, dieses Tränke sortieren. Naja. Gefängnis Ebene 3, ich stehe schon mal drin. Ja, aber ey, mein Tränkehaushalt ist einfach, ich bin eine scheiß Bar, weißt du? Ja, ja, du musst immer einen saufen. Verstehe ich. Ja, und auch so umsortieren. Ich will halt auf 2 und 4 immer die Mana-Tränke haben. Mhm. Das ist Krise. Ach so. Ne? Und auf den anderen die Heilpots. Ah, das Geile sind halt diese Ausdauer. Du machst einfach durcheinander, oder? Ich glaube, auf 1 bis 3 habe ich Leben und auf 4 habe ich Mana. Ja gut, du brauchst halt auch kaum Mana, ne? Ja, ja. Deswegen eigentlich tatsächlich wäre Totenbeschwörer so mein Favorite-Ding gewesen. Aber... Oh, hier ist ein goldener, pass auf. Extra stark? Extra stark. Oh. Extra tot, Junge. Oh, das ist ein Stab. Ein Langstab. Oh, bin überladen. Gut. Oh, ja, weil hier Kreuz und Rüben. Nur also Inventarmanagement ist halt echt. Das Ding ist einfach, das ist vielleicht so eine Sache, wo man hätte drüber streiten können. Muss das, Digga, so sein? Muss das so ja. sein, dass das Inventar ja. so winzig ist? Mein Path of Exile als Beispiel hat das ja so gut vorgemacht, wie man das gut machen kann. Naja. Ist so, ne? Ja. Aber ist halt dann auch wieder Nostalgie. Ich meine, ist halt dann auch real. Also, ja. Das waren halt auch die damaligen Struggles. Ja, bei Diablo 3 kannst du ja 30 Items oder so drin haben da. Ist das scheißegal? Ja, das weiß ich nicht. Da kann ich nicht mitreden. Ui, einzelnen... Auch mal Mana-Tank, ne? So. Ja, die einzelnen kann halt Alisa wegmachen. Das ist halt das Schöne. Ja, ja. Na, hast du Ausdauerprobleme? Nö. Ja, ein bisschen Vitalität muss ich nochmal skillen. Ja, generell, ne? Musst du viel drauf achten. Das ist halt, ja. Weil, ist Leben, Junge. Wie viel Leben hast du jetzt, maximal? 106. 106? Ich hab das Doppelte. Ja, ja, aber ich bin auch... Boss the rest. Oh, gehört aber das ja. Leder, Junge? Ich bin überladen. Junge, nimm es doch. Scheiße. Was machst du da? Item Management, Junge. Ach, du hast das gerade die Leder schon gegrabt. Ja, nice. Nee, nee.
Ich bin noch eine halbe Stunde am Sortieren, ey. Ja, bin ich schon gewundert, was du da machst. Ja, klar. Ja, kompletter Spaß. Aber gleich gibst du wieder ein nices Level ab, Junge. Bruder? Jo. Okay, wie ist hier die Lage, Leute? Ja, wir kommen jetzt gleich ins innere Kloster. Oh shit. Da können wir nochmal schön. Schlechter Falkenhelm. Ja, der Hammer. In die Basis, weil da wird dann auch nochmal ein Weg rumkommen. Und dann gehen wir schon recht schnell ins. In die Kathedrale und in die Katakomben, Digga. Hier ist schon der Ausgang. Heftig. Geil. Innere Kloster, Junge. Da ist dann auch wieder ein Wegpunkt, ne? Genau, der müsste direkt hier vorne sein. Richtig und wichtig. So, dann nochmal kurz in die Stadt, ja. Wa? Ja. Genau, hier liegen Gefängnisebene 1 habe ich nicht. Hä, wieso werden die Sachen hier aufgesammelt? Hast du die aufgesammelt? Nein. Liegt doch alles, bei mir liegt alles. Hä, nee, stimmt, nur das Goldene liegt bei mir. Die spawnt alles? Also Gold irgendwie später? Ja. I don't know. Wäre mir neu. Wäre mir sehr neu. Ist hier jemand hier die Lobby rein? Sieht man das? Wenn du P drückst, dann siehst du, dass nur wir beide drin sind. Okay, dann warst du's. Klar. Muss ja. Also Stäbe bringen halt echt viel Money, ne? Ja. Geil, Digga. So, alright. Dann nehmen wir den noch, nehmen wir den. Let's go. Alright. Okay. Alright, let's go. Gut. Ich werde nochmal reparieren. Mhm. Bei Charzy Alonso. Ja. Junge. 3 zu Frostnova. Val A. 58.000. Hammerhart. Diese Stäbe sind ja so disgusting teuer. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist ja widerlich. Ja, besser widerlich. Ja, ja, aber das ist nice. Hier sind jetzt nur 3 zu Nova, kostet 36.000. Oh Mann, was, Alter? Digga. Kane. Digga, Kane. Ich geh schon mal zum Kloster und warte da. Klosterfrauen, Melissen, geil. Bereit, Junge. Ja, ich weiß noch nicht so genau. Also, Alpha ist so. Bei Pala bin ich mir wirklich ein bisschen unsicher, weil ich habe überlegt, ob ich mit Niederstrecken spiele. Niederstrecken ist ein Schildangriff, was eigentlich auch ziemlich cool ist. Junge, bin ich dumm. Aber... Ja, erzähl weiter. Ja. Also ich kenne halt den Hammer, gesegneten Hammerbild und den Niederstreckenbild. Und ich weiß halt, mit Alpha kann man auch viel machen. Alpha könnte bei uns reichen. Ne? Da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt, meine lieben Freunde, oh Gott, wenn ihr mir da Leck in den Comments beistehen würdet. Junge, jetzt geht's ja aber los mit Blitz. Ob ich nur Alpha nehme oder nicht? So, das Säbel nehme ich und einen Mana-Tank. Das Ding ist, ich glaube, dieses Ninja-Looten wird uns noch umbringen. Weil wir dann während eines Kampfes hektisch looten. Ja, weißt du, wer das kommt? Ja, wahrscheinlich von den öffentlichen Lobbys. Genau, du spielst online und musst immer flinke Finger haben. Oh. Okay, bei dem Kälte-Dude müssen wir aufpassen, der explodiert. Okay, ja, warte, ich mach den Range. Distanz, genau. Jetzt diese Kack-F-Tasten! Stark, stark. Immun gegen Kälte, by the way. Oh, Junge, ich merk's gerade, ja. Ja, dann hab ich nichts. Ah, doch, die machen das hier schon. Zack. So, da, die Explosion. Die... Oh, ich bin vergiftet. Oh, du bist eingefroren, Junge. Unvergiftet und ich hab keinen. Boah, Alter. Okay, ich skill nur noch Vitalität. Mal, hier ist noch so ein Schamane, Junge, der will ich nicht so. Alter. Bitte lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Also ich hab grad all my drinks. All my drinks, Junge. Gut. Scheiße. Ja, wieso hab ich 3 Fähigkeitspunkte übrig? Bin ich jeck? Alter, diese scheiß Aura. Ey, es ist so eine nervige Scheiße, Digga. Dreh das ab. Nein! So, einmal Alpha. Nein, du lässt mich! Alpha kriegt ja dann Opferboni, ne? Ja, ja. Den Sterzig-Bonus. Den Sterzig-Bonus. So, Junge. Gut, ich wäre dann soweit. Ja, ich stehe vor Katakomben. 4 Treffer. Ja, alles gut. So, jetzt habe ich 117 Leben. Ist das nicht klasse? Das ist super. Das ist 250. Ist hier. Dieser Ort mag nicht frösteln. Oh, hier geht's. Hier geht die Party ab. Jetzt haben wir doch jemanden Nova, das habe ich doch gesehen. Also, wo sind hier meine. Wo sind hier meine Frau? Hier, Abaya. Wo sind die hin?
Hä, ich kann wieder nicht O drücken, weil die wieder... Oh, Vorsicht, hier sind krasse Leute. Was ist das denn? I! Ja, die sind eigentlich aus dem dritten Akt, die Rattenmänner hier. Ja, ja. Ja. Oh, Spektralschlag. Ja, hast du gesehen, wie schnell ich draufgehauen hab? Ja, ja, Eifer, Junge. Also meine Dame ist tot. Meine nicht, meine steht jetzt hier rum. Ja, ja. Aber du kannst auch sonst eben... Du hast ja auch gesagt, du brauchst Strings, ne? Ja, wir kriegen doch jetzt hier eh bald einen Wegpunkt, oder? War das nicht so? Einen Level weiter, genau. Also einmal müssen wir noch runter. Oh, die kleinen Leute hier, ne? Ja, ja. Sollen sich pissen. Das ist ja pissen, Digga. Zack! Ja, die werden im dritten Akt einfach zum Massen auf uns zukommen, ne? Jo. Das wird auch richtig anstrengend. Bin mir sicher. Yeah. Verhaftet. Junge, die Augen. Guter Langbogen. Hier, nimm den für deine... Nee, nee. Der ist, na gut, dann nehme ich weiß. Den. Ja, und? Guter Langbogen. Hm. Stimmt, das muss gut sein. Das Problem ist meine Jägerin. Oh, ein großer Zauber. Ah, du bist überladen. Die rennt immer raus. Das ist so, ja, die ist rennt immer so raus. Dumm, dass wir so spielen. Alter. Es ist halt... Vor allem, wir teilen uns ja eh das Gold. Also wenn irgendjemand was braucht... Nee, teilen wir uns nicht. Ist ja nur dumm. Also ja, gut, wenn... Genau. Aber offiziell teilen wir es nicht. Ja, ich weiß, aber wenn jemand was braucht, gibt doch der andere. Also ist eigentlich so dumm. Ist halt nur so fürs eigene Loot. Oh, das ist ein gefährlicher Raum, wirklich? Ernsthaft? Jo, die sind hier bunt, ne? Ja, und die machen Schaden ohne Ende, Junge. Schön, schön. Ah, du bist Gold wert. Auf Range bist du einfach so Gold wert, Junge. So, den Langbogen, da würde ich mal einen nehmen hier jetzt. Warte mal. Hier mit dem ganzen Blöd. Ich hab keinen Platz. Das sind zwei blaue Langbögen tatsächlich. Ja, ja. Wir müssen mal in die Ja, City. Komm, ja, ja, ja. Mach mal einen auf hier. Abfahrt. Bringt ja alles nichts am Ende des Tages. Oh. Eben, so, warum ist sie immer tot? Ja, das 480 Gold. Wo ist denn Deckard hin, Junge? Hä, wo ist denn der? Hä? Ach, da oben chillt der. Sag mal. Der ist mit unseren weißen Items hier reingehauen. Jo, der snackt sich hier die ganze Zeit. Oh, Boys, danke. So, hier mal ein bisschen Kohle machen. Schon mal sehr nice. Was bringt der Zauber, der große Zauber? 3 zu Geschicklichkeit. Wenn du den haben willst. Nö. Oh, 2 Nova, 24.000. Oh mein Gott, 7% Schadensjuwel. Hast du noch irgendwo einen Slot frei? Also so ein Sockel? Ja, ja, nö, nö. Okay, dann behalte ich das, glaube ich, nochmal. Boah, Alter. Es ist einfach, diese Stäbe sind so geisteskrank teuer. Mhm. Also Mages Sachen sind immer teuer. What the fuck? In every single game. Also wann soll man sich das denn leisten, Deckard? Wenn ich das vergleiche mit dir so einem scheiß Helm? Ist halt... Alter. So, ein bisschen Giftschaden. Gut. Ich hätte Totenbeschwörer, glaube ich, nehmen sollen. Das ist halt die Frage, ob es zu einfach ist dann. Wir hatten auch mal überlegt, ne, dass wenn wir sterben, wir immer eine andere Klasse nehmen, ne? Ja. Komme ich gerade drauf. Ich würde das voll gern machen, tatsächlich. Ja. Alter, hier ist ein Ringpanzer mit 3 Sockelplätzen. Für 3.700 Gold. Hol den dir, oder? Ja, aber ich habe nichts zum Sockeln, das ist das Problem. Ich habe ultra viel, ich habe die ganze Truhe voll. Ich habe eine gelbe Rüstung, das lohnt sich, glaube ich, gerade noch nicht. Ah, okay. Ja, dann vielleicht für mich. Ja, ich sehe den auch gar nicht, tatsächlich. Ach, da oben. Ja, also der hat halt nicht so eine... Ja, wobei. Was hast du denn in deiner Truhe, dass man da sockeln könnte? Ich habe halt ich so ein Juwel. Ich habe von allem etwas. Ledierter Topaz, ledierter Amethyst, Smaragd, Diamant, die Schädel. Verkauft? Verkauft? Ja, ja. Ja, das ist ich so... Ich bin noch Hardcore. Ja, ja, ich weiß. Aber ich bin ein bisschen dumm. Okay, ja, musst du wissen. Fällt mir jetzt so ein, dass ich dumm bin. Ist halt so. Okay, also von mir aus können wir wieder rein. Ja, hier sind keine Sachen. Dann komme ich. Ah, herrlich. Nein! Nein! So, den Bogen wollte ich mir genau... Ja, gut, dass du den jetzt genau hast. Aber vielleicht... Oh, ich bin voll, ich muss in die Stadt.
Gut, ich geh jetzt hier weiter. So. Oh, ein Riesenzauber. Nice. Gegengift-Elixier. Ja, das nimmst du mal mit. Weil die Andarie vergiftet uns. Ich hoffe, dass sie später noch richtig knallt hier. Aber ich meine, ich werde halt auch gebumst, weil wir immer auch... Eigentlich brauche ich gar nichts Teures kaufen, weil ich muss ja eh instant wieder wegschmeißen. Ja, durch die Meilensteine. Das ist so dumm. Ja. Ja, aber wir müssen ja trotzdem versuchen zu überleben. Also ja, ja, so ist das Game. So, hier geht's runter in die zweite. Mhm. Gut. Hier irgendwo auf der Ebene ist auf jeden Fall ein Weg drin. Den sollten wir uns snacken. Wie gebe ich ihr jetzt Tränke? Einfach drüber kleben sozusagen in die Hand. Oh, dicke fette Spinne! Nimmst du den in der Hand und dann. Kannst du den. Kristallschwert, So. Die Arachs, Digga! Boah, sind die widerlich. Ja, die Arachnus. Oh, hier, der Teleportation. Oh, Alter, der hat sich richtig weggemacht. Zack. Was? Zombie-Kopf? Mhm. Ui, blau. Ui. Ui. Was ist eigentlich für Zauberin nochmal spezifisch? Noch ein Kristallschwert. Da gibt es spezielle Stäbe, die nur für Zauberin sind. Ist so ein Kristallschwert nicht überwertvoll? Weiß es nicht, ne. Wenn da nichts drin ist. Ist ein paar hundert vielleicht für, ja. Weiß ja nicht, was für dich übel wertvoll ist. Ja, ein paar hundert geht eigentlich schon los. Also übel wertvoll nicht, aber übel wertvoll ist ab 1000, sag ich mal. Aber ja. Oder Marschall auf jeden Fall. Okay, was geht hier für eine Party? Steht noch so ein Schamane Botbox. Hinter. Oh, da sind wir ein paar Blitzdudes. Oh ja. Oh, einer ist golden. Den haben wir schon gesnackt. Tatsächlich. Okay. Aber wir müssen mal rein in den Raum. Damit wir durchkommen. Okay, Zugriff. Oh, Regenerationstrang. Ehre. Ist deine Jägerin schon wieder tot? Nö. Oh. Quicklebendig. Quicklebendig. So, wie lang, oder? Ja, gut. Dachte ich mir. Da war noch was. So, moin, Leute. Oh, Alter, jetzt langsam. Ja. Aber ja, die ist halt trotzdem asozial, ich bin ehrlich. Jetzt hat da auch jemand letztes Mal geschrieben, da war ich ein bisschen sauer. Da hat jemand geschrieben, unter meinem Video, jetzt hörst du mir mal zu, ja, dass wir hier mit irgendwelchen OP-Klassen spielen würden, nur weil ich hier eine Aura habe und weil er Zauberin spielt, der Max. Junge. Er ist nicht Totenbeschwörer viel mehr OP? Gerade so ja, so ein Totenbeschwörer und ein Barbar wäre 10-mal einfacher gewesen. Hier ist der Wegpunkt, Junge. Ja, nice. Dann hau ich mal rein. Also, wir haben da schon tatsächlich auch dahingehend so ein bisschen überlegt, was nimmt man am Anfang vielleicht nicht. Gerade weil, also wenn du einfach einen Summoner spielst, hier einen Necromancer, auf Summoner spielst, Junge, dann machst du also nichts mehr selber in dem Spiel. Das ist so geil. Ja. Oh. Oh, der hatte Life-Leech, ne? Aber scheißegal, Digga. Guck mal, dieser scheiß Zombie-Kopf. Hm. Der hat 5 Effekte. Unter anderem macht er 2x2 zu einer Fähigkeit. Mhm. Und im Verkaufswert sind das 2400. Ja, das ist doch übel viel. Übel frech. So ein Stab kostet bei mir 60.000. Mit so viel Effekten. Naja, Akara braucht auch was für die Rendite. Ja, die soll sich, also. Ja, ja, klar. Achso, ich kann mal ver... Nova plus 2. Das ist ein weißer Stab. Nova plus 2, 30.000. Was braucht ihr? Ich glaube, ich gehe mal bei Geet vorbei. Gut, sind alle weiß, ne? Ich bei Geet vorbei? Ich gehe bei Geet vorbei. Du bist aber und selbst wenn ich das Gold in die Hand nehme... Ja, ich bin ein bisschen quengelig. Ja, ja, ich merk's. Also, die ganze Folge schon. Es ist halt übel. Selbst wenn ich das Gold in die Hand nehme. Ja, ja, es ist ja übel die Erleuchtung gerade für mich. Dass das einfach mich bumst, das Game. So. So. Das ist hier alles kompletter Müll, ne? Ich brauche einfach 80 Millionen Schlüssel. Genau, wofür braucht man die? Verschlossene Truhen öffnen. Und so viel.
Krass. Haben wir da schon mal eine gesehen? Ja, andauernd. Also. Ja, krass. Macht man halt dann automatisch auf, ne? Jetzt okay. Nicht heftiges, Digga. Oh ja. Ja, mal zu Geet. Ja, ich habe jetzt echt nur Scheiße bekommen, aber wenigstens ein bisschen mehr Verteidigung. Which is nice. Aktualisieren. Geil, dass es kostenlos ist, das Aktualisieren, ne? Ja. Ja gut, sonst hätte es immer wieder angelabert. Ja. Also klar. Da werde ich dann auch ein bisschen fuchsig, wenn er dann noch dafür Geld haben will. Oh! Hier ist ein krasser Helm. Ein krasser Helm? Ein Helm. Ja, ah, Helm. Ein Helm. Ja, habe ich auch gerade. Den kaufe ich mal. Oh! Giftdauer reduziert um 25% und Feuerwiderstand 19%. Crazy. So. Wie die Combo-Blitz-Attacks, Jungs und Mädels. Oh, und hier ist noch eine krasse, hier ist ein Schuppenpanzer. Ich begrüße sie. Was hast du eigentlich für Ringe? Plus 1 Energie, plus 2 Stärke, Blitzwiderstand, plus 5. Okay, weil ich hätte hier einen mit 10% schnellerer Zauberrate. Was halt für dich eigentlich ziemlich stark ist. Ja, dann gebe ich dir Stärke und Blitzwiderstand. Ja, nehme ich. Ach, weil ich kann damit nicht so wirklich was anfangen. Ja. Ja, okay. Dann wieder rein hier ins Getümmel, ne? Weg mit dem Müll, ja. So, über den Wegpunkt, Junge. Klar, Junge. Zack. So, ja, Dariel, ne? Das Ding ist. Die vergiftet richtig hart. Ja, und die hat richtig viele Freunde, Junge. Ja, und einen langen Stachel. Die hat auch richtig viele Freunde. Ja, ist wirklich so. Ja, es war. So, wir müssen nach unten. Also, wenn wir vor Duriel einmal sterben, dann. Das ist ein guter Langstab, Digga, da lang. 12.000 Euro. Ach, hör auf jetzt! Ist doch wahr, Mensch! Ach, Mann, ey, du Müllsammler, ey. Guck mal hier. Hey, das ist ein guter Langstab. Weiter geht's. Plus 2 zu Wärme, Digga, da wird mir warm ums Herz. Und Diamond. Oh, hier, richtiger Speer. Jo, Milliarden. Da liegt das Geld auf der Straße. Eine gute Dornkeule. Auch nicht schlecht. Zack. Mal, kommen sogar hier die Zombies. Also, Alter. Ist er direkt. Okay, oder? Jetzt geht's ist los. Ist das schon letzte? Ja, ja. Okay, warte. Wollen wir erstmal zurück und so Anti-Gift-Tränke und so kaufen? Und Regenerationstränke? Ich habe richtig viel Natur gespart. Ja. Na gut. Nur, Alter. Ja, du machst da jetzt einen Wind um nichts. Nein, ich mache einfach Safety First. Ja, klar. So. Hallo? Ich gehe da jetzt gleich einfach verrecken. 2500. Was denn? War der Stabwerk, den du liegen gelassen hast. Du, ich komm nicht weg. Das ist ja der Hammer. Ich komm nicht weg. Ah, so. Hartstag. Du, ja. Das sieht gut aus. Ja, dann komm. Lauf. Verzeiht mir. Oh, adieu. Wie du das spamst, Junge. Oh, nochmal. So, meine Damen und Herren. Dann würde ich sagen, hast so, du so, wie viele Tränke brauchst du? Ich brauch gar nichts davon. Hä, bist du dumm? Ja, dann gib mir 2. Das reicht. Dann gib mir 3, das reicht. So jemand will. Hast du einmal in deinem Leben Hardcore gespielt? Junge, ich habe Diablo 3 nur Hardcore gespielt. Mhm. Oh, Diablo 3. Schweres Spiel. Uiuiui. Okay, ui, willst ui. Du das mal machen? Nee, das ist mir zu schwer. Kleiner Bengel, ey. So. Diablo 3. So, wollen wir? So. Hab übrigens gesagt, glaube ich, in deiner Folge, dass es nur 3 Tränke gibt. Ist ja völlig gelogen gewesen. Ja, ja, ist absolut gelogen. Die Leute haben mich teilweise auch so durchbeleidigt bei mir. Achtung, Deckung! Die haben dich durchbeleidigt? Nee, dich. Mich? Ja, ja. Warum? Dass du gar keine Ahnung hast, nur Müll laberst. Also ja, so nach dem Motto. Erzähl. So, oh mein Gott, ey. Ey, Shop aktualisieren, einfach kurz rein, raus, Mann. Der weiß gar nichts. Hä? Na, das stimmt ja nicht. Das ist ja legit so, gelogen. Na, Stadt verlassen, wieder rein. Ja, aber doch nicht, einfach wieder anlabern. Nein, habe ich auch nicht gesagt. Ja, du hast rein, raus gesagt. Achtung, geht jetzt los. Rein, raus aus der Stadt, weißt du? Er nimmt die Mana-Tränke, ich raste aus! Es ist Koop! Nee, ich hab keine Ahnung von dem Game, Junge. Ja, ich hab auch
Oh, da kommt sie. Ja, wenn da deine Langhaar-Willis da mich flamen wollen. Achtung, ja, habe ich mir auch gedacht. Du, ich bin auf deiner Seite. Guck mal, ich kite die. Weißt du, was das ist? Ja, du hast. Du, vor allem hast du Agro, das ist sehr geil. Ich hau da einfach nur drauf. Ach du! Oh, jetzt hast du mich vergiftet. Digga, du stirbst! Nein! Oh! Das Blut vergiftet mich oder so, Digga. Schön gebodyblockt. Junge, wer ist das? Oh, jetzt ist das. Hier, cool. Hier. Mach ich mal Antigift? Oh ja, du bist Half-Life, Digga. Regenerationstrank, wo ist ja, der? Ja, saufen. Er nimmt die nicht! Doch. Oh, die ist gleich tot. Zack, da haben wir sie! Guckt euch das an! Ich stehe daneben! Alles weg! Den Landsknecht-Spieß, geil! Den will ich auch haben. Als ob das PvP wäre. Oh nein! Arschloch. Fürcht, also, warum spiele ich mit Kalle? Ach komm, hör auf! Jetzt laber nicht rum! Ich habe hier so viele Tränke mehr als deine Mutter. Das ist halt der Heim. Junge, nachher springst du in die Havel. Nee. Ich weiß, dass ich nicht vor dir sterben werde. Das weiß ich. Ja, ja. Weil du nämlich allen guten Loot wegschnappst. Ach komm. Ja. Weißt du, das ist wieder dein Aktivismus. Das machst du immer. Wenn du, ne, YouTube machst, du deinen Aufnahmepartner beleidigen, damit die in meine Kommentare kommen und sagen, und sehen, wie du kicherst. Ach. Ich du hast nicht. Fucking nochmal und dann lässt einen Rubin liegen. Einen ganzen. Ganzen. Du bist so dumm. So. Ja, klar, Digga. So. Du, wie viele goldene Items hast du jetzt mitgenommen? Ja, das drei? Eine. Das eine, was. Nee, zwei, drei. Ja, gut, drei. Und die Scheißrune. Ja, aber das ist auch meine, wirklich. Also, ich hab da drauf gehauen. Junge, wir können doch alles teilen. Also, ich habe eine leichte Armbrust und eine Gingschild. So ein kleiner Heulbub. Mir geht's einfach ums Prinzip, Kalle. Ja, aber das ist so meine Natur. Du kannst doch jetzt nicht mich hier flamen. Junge, was ist das für eine Argumentation? Sagen das Nazis auch? Das ist meine Natur, Digga. Hä? Was ist das jetzt? Vergleichst du mich gerade mit Nazis, Junge? Das will ja mal Butter mit die Argumentation dir. Ist einfach dumm. Gib mir deine goldene Items! Hier kriegst du die Latte, Junge. Die Adlerlatte, Junge. Oh, ich weine. Oh, Scheiße. Sorry, das hat sich die ganzen letzten zwei Folgen angebahnt. Du weißt gar nicht, wie oft ich geschluckt habe. Ja, nimmt er mir immer alles weg. Auch die nicht mal die Mana-Pots kriege ich. Junge, ich habe nur rote Tränke hier in meinem Inventar. So, hier, ich habe einen krassen Schild. Willst du ihn? Ja, gerne. Hier ist eher was für dich. Ich kann nicht noch mehr. Oh, bist voll von dem ganzen Loot. Guten Tag. Ja, den muss ich ja behalten. Den gebe ich gleich an meinem. So, was ist der Wert? So, was ist hier los? Abgesorgtes Leben pro Treffer. 600 Gold ist der Wert, Digga. Das ist einfach ein Erstickungsgas-Elixier. Ja. Boah, Junge. Ach, das war witzig. Das ist mir auch, ja, ich bin auch ein bisschen... Was schön, Alter! Der Rubin, ne? Ja. 24 zu Leben auf dem Rüstung- oder Helmslot. Oh, das ist krass. Tatsächlich. Alter, wir müssen nur auf Rubine gehen. Ja, Leben ist Ehre. Ja, so wie in echt. Es gibt irgendwann auch eine Quest, da bekommt man 20 Leben für immer. Übrigens, ich bin eben gerade, das muss aufhören, Kalle, beim Fight eben, ne? Ja. Junge, du hast Half-Life zum Start, sag ich mal. Hm. Und ich habe dir drei Regenerationstränke gegeben. Soweit darf es nicht kommen. Ich habe die auch noch alle. Ja, Max, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Gut, also, wollen wir nach Osten? Wollen wir nach Osten? Ich werde dich so auslachen, wenn du stirbst. Ich werde nicht sterben. Du wirst safe vor mir sterben. Nein. Ich werde dich so auslachen. Ja, klar. Gut, Warif, Junge. Jetzt gut, kommt ein krasser Film, Paladin. Ne? Wollen wir den skippen oder? Nee, lass drauf reacten. Okay, wir reacten drauf. Auf drei. Nee, ist das doch eh gleichzeitig, oder? Nee. Okay, dann auf drei, ja? Du zählst. Eins, zwei, drei. So.
Tatsächlich gab es ja ganz am Anfang auch einen, den haben wir nie gezeigt. Das stimmt, ja, gut vorbereitet. Ja, danke Adi. Aber ich kann wirklich nochmal auch hier drauf hinweisen, es gibt ein sehr gutes Video von der GameStar, die gesamte Story von Diablo zusammenfasst. Guckt euch das an. Habe ich auch Kalle, ja. Sind das eigentlich die Originalszenen nur neu gemacht? Ja, die haben die Cinematics alle aufpoliert, also neu gefilmt. Das ist halt voll krass. Ja. Weil das war damals, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist übrigens Marius und der dunkle Wanderer, habe ich letzte Folge bei mir angesprochen. Richtig. Marius erzählt das, der mit dem Kamel da, oder Dromeda, Digga, tot. Im Grunde genommen wird alles, was wir zeigen, alles, was man im Spiel sieht, ist eine Erzählung von diesem Marius. Und er redet die ganze Zeit über ihn und diesen Wanderer und genau, was die beiden so erleben. Können die halt auch, ne? Also ich muss sagen, ich finde es sehr beeindruckend. Ja, auch Storytime, also früher konnten die das. Ja, ja. Heutzutage. Ja. Nein. In jener letzten Nacht schlugen wir unser Lager auf. Ja, wobei der Shadowlands-Trailer war, glaube ich, auch damals. Kam gut an. WoW Shadowlands. Jedenfalls schlief ich zum ersten Mal seit vielen Wochen. Doch die Träume kehrten zurück. Twitch-Streamer stellen sich an, 24 Stunden. Marius einfach 24 Wochen. Jo. Tage. Tyrael, Ibiza. Jo. Murabumsa. Der Marius erzählt quasi diese Geschichte dem Tyrael da, der ihn im Knast besucht. Glaubt er. Sie versuchten den Dämon in einen heiligen Nice Spoiler. Wollte immer so aussehen in-game wie dieser Tyrael. Ich fand das so geil. Ja, ja. Er wies seine Brüder an, ihn in eine Gruft einzusperren. Unter dem Wüsten. Das ist dann der Endboss aus Akt 2, ne? Der Tal Rasha da. Ja, also der Dämon in ihm, ne? Genau, Duriel, Junge. Oh, Digga. Ist das einer der ganz dicken fünf? Ja. Duriel? Ja, ja. Das ist Marius, der alte Chicks-Terminator. Chicks-Terminator. Junge, das brennt. Gutes, schönes Feuer auch. Hui. So. Am nächsten Morgen gingen wir über den Hügel nach Ludgolain. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner Herren. Das wird so heftig, der zweite Akt, Leute, ey, wirklich. Ja. Andauernd Gift und das ist tausendmal schwerer. Ja, auch die. Jetzt fängt das Game an, quasi. Bis hierhin war, ihr habt es gesehen, wir laufen da ohne Equipment rum, ohne Brust, Hände, Schuhe. Ich mit dem Säbel haben wir trotzdem geschafft, aber jetzt ist wirklich deutlich knackiger. Ja, bei mir geht die Tür auf jetzt, genau. Ich mach mal ganz kurz Oldschool-Grafik, so sah es früher aus, Jungs und Mädels. Und jetzt haben sie hier schön einen, das ist schon echt krasser Unterschied. Alter, ich finde so gut, dass sie dieses Feature reingenommen haben, auf die alte Grafik schalten zu können, ja. Weil irgendwie das, also es ist auch smart von denen, man appreciated so hart, was sie gemacht haben. Ja. Und weil es gab auch bei mir jetzt bei den Folgen so ein, zwei Kommentare natürlich, dass Leute gesagt haben, 40 Euro hier für einfach für eine Grafik-Mod sieht man nicht ein. Leute, das ist alles neu gemacht. Ja. Die sind da nicht, so funktioniert halt Game Design nicht. Ich bin ja selber kein Fachmann, aber so viel weiß ich. Das ist alles, allein die Animation, die G-Animation und so weiter, das ist ja alles neu. Ja, es sieht auch, man sieht es auch, ne? Wenn man jetzt hier mal so rumläuft in der alten Grafik, zack, geswitcht. Es ist auch tatsächlich eine andere Soundfile, die abgespielt wird. Weil neue Sounds hinzugefügt wurden für die Atmo und etc. Ja, also das ist nicht einfach nur, also anders. Ich glaube, man, diese Diskussion generell remastert, ob man bereit ist, dafür Geld auszugeben, okay. Ja? Ja. Muss ja jeder selbst entscheiden. Am Ende finde ich, es gibt eine krasse Daseinsberechtigung. Ich bin bereit, auf jeden Fall für einen Nostalgieeffekt, der aufpoliert. Ich würde töten für so ein Remastered von Sacred. Würde ich
Ja. Das wäre. Ja. Oder Gothic 1. Kommt ja jetzt. Ja, oh. Nee, das ist ein Remake. Aber ich. Wirklich. Ja, vor allem, also was. Das ist ja auch gut gemacht. So muss ein Remastered aussehen, nicht wie bei Reforged. Ja. Ich muss auch sagen, mich hat's. Also, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Seit Diablo 3 draußen ist, die Leute, die wirklich damals, wie ich, vorm GameStop saßen und sich da die Kopie holen wollten. Ja. So, Diablo 3 war gefühlt. Um 9 Uhr, macht auf. Ja. Alle stürmen den Laden. So war das damals mit. Physisch noch alles. Ja. War nicht vorbestellen und die Digital Preloads und alles. Immer wenn WoW-Addon rauskam, standen die bis vor den Arkaden draußen. Schlange. So, sag's ihnen, Max. Und, ja, danke. Das ist halt. Das hier. Dieses Spiel, so wie das jetzt optisch dargestellt ist. Das haben wir uns gewünscht für die letzten 10 Jahre. Versteht ihr das? Das haben wir uns gewünscht, wie in so einer Stammkneipe. Okay, Kalle, was machen wir jetzt? Erzähl mal hier, was ist das für eine Stadt? Genau, wir sind jetzt in der zweiten Stadt. Wir sind also nach Osten gereist, um dieser Wanderer-Sache so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Marius erzählt ja auch, hey, wir mussten jetzt übel lange durch die Wüste und hast du nicht gesehen? Und hier herrscht ein kleiner Palastherr oder so, ja, wie nennt man das? Scheich? I don't know. Auf jeden Fall, er ist. Kalif, der, oder? Ja, der stimmt. Der ist das ein Kalifat kann sein, hier? Kann sein. Ja. So, und das ist der Jerry. Scheich. Ja, der hat einen richtig fetten Harem und so ein Shit. Der hat einen richtig. Das ist nämlich er hier, Jerry. Die Betonung, Alter. Der hat einen richtig fetten Harem, Digga. Ja. Der hier, wo wir gelandet sind am Anfang. Hier ist auch Warif, ne? Der mit der Karawane, Junge. Und Jerin, wir haben ja gesagt, wir skippen das Getalke. Fürst von Ludger Lane ist er, nämlich so. Genau. Ja. Und dem gehört der ganze Bums hier. Also der nimmt uns hier auf, der mag uns auch, das ist alles entspannt. Ja, warm, ey. So, dann haben wir hier. Das ist eine gute Folge bis hier. Ja, ja, absolut. Wir haben hier die Fahrer-Junge, die kann ähnlich wie Chazi unsere Sachen reparieren und sie füllt unser Leben und unser Mana auf, wenn wir sie begrüßen. Und unsere Ausdauer auch. Moin. So, dann haben wir Lysander-Junge. Ich kannte mal einen, der hieß Philipp von Lysander, der hatte ein Modegeschäft. Das ist aber ein anderes Thema. Aber der steht hier vorne. Das ist quasi unsere Akara in ganz Scheiße, weil der uns nur Pots verkauft, ne? So. Warte mal, wo krieg ich Stäbe? Bei der Lysander? Ne, den gibt's hier oben bei Drognan. Drognan, Junge. Der hat einiges am Start. Der hat auch hier Stäbe und hast du nicht gesehen. Ein paar Schilde, die gesockelt sind. Das ist Ehre im Röff. Wir können die halt richtig krass upgraden gerade. Ja. Aber, was ich jetzt auf jeden Fall als allererstes machen werde, ist hier nach links gehen zu Grietz. Und Grietz hat meiner Meinung nach, und das liest man auch in vielen Diablo 2 Guides, die besten Begleiter, die es gibt. Denn wir sehen, die Begleiter hier liefern alle eine Aura mit, die man mit dem Paladin sonst nur bekommt. Und da kann man überlegen, was man jetzt nimmt. Trotz habe ich ja geskillt. Alter, Stufe. Ach so. Ah. Genau. Oder man nimmt Gebet mit. Oder man kann, glaube ich, noch eine offensive, gesegnete Führung, genau. Ich kann ja eins mitnehmen und du. Genau, dann würde ich sagen, ich nehme mal gesegnete Führung mit. Und ich Gebet? Du nimmst Gebet mit. Und dann haben wir alle drei Sachen am Start. Gut. Ruhig. Wie bestätige ich? Du machst einen Doppelklick auf den Namen. Oh, nimm kurz vorher die Klamotten raus, oder? Ja, stimmt. Scheiße, das habe ich jetzt nicht gemacht. Habe ich noch genug Kohle dafür? Ja, doch. Sollte noch lang. Das heißt, ich belebe sie einmal wieder, nimm ihren Kram raus. Ach, das geht, ja? Okay. Ja, ja. Und ich habe ja eben schon diesen krassen Speer gefunden, den würde ich ihm gleich geben. So, ich habe jetzt gesagt, ich gehe auf gesegnete Führung, dann nehmen wir den Level 13er, den Ilsan. Hä, wie belebe ich sie jetzt nochmal wieder, wenn ich... Ach so, nee, du hattest ihn noch nicht genommen, okay. Genau. So. Ja, okay. Und dann kann ich ihm zumindest hier mal das geben. Danke. Und hier, das Gute ist nämlich bei den ätherischen Sachen, die man nicht reparieren kann, die kann man immer den Begleitern geben. Danke. Die sind auch in der Regel immer ein bisschen stärker. Und er macht jetzt hier schon 93 Damage. Der wird jetzt die Gegner hier so richtig umkloppen, weil ich ihm halt diesen krassen Scheiß gegeben hat. Und ja, das wird auf jeden Fall jetzt ein richtiger Boost für uns. Hier gibt es jetzt auch, guck mal, bei der Fahrer kannst du richtig krasse Rüstung holen. Ja. Also... Ich meine, die hat jetzt Rüstung im Angebot, die haben 74 Verteidigung. Meine hat 47 und das war die bessere aus Akt 1. Ja.
Aber kostet auch Geld, aber sowas findet man halt auch. Genau, da brauchen wir natürlich noch ein bisschen Stärke. Was ich jetzt machen werde, ist mir wahrscheinlich hier einfach mal... wobei, die sind scheiße, die Gürtel. Ich glaube, ich muss halt auf Stäbe sparen. Es ist so dumm, aber... Ja. Und nächste Folge ist eh wieder alles weg. Müssen wir auch dran denken. Ja, müssen wir auch. Wir werden weiter die Ölscheiße hier reinknallen. Ja. Eigentlich dürfen wir diese Folge kein Gold ausgeben, großartig. Bei nächster Folge müssen wir safe unsere zwei besten Items oder so abwerfen. Ich kenne die doch. Ja. Und dann müssen wir Geld haben. Und das Geld immer auf Geteilt-Slot. Weil dann haben wir es, falls wir sterben, noch. Ja. Stimmt. Rein damit. Das ist echt ein guter Hinweis. Ja, hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben. Generell wahrscheinlich alle Sachen in die Geteilt-Slots, was wir so haben. True, ja. Ja, safe. Jo. Jo. Und dann schaffen wir es eines Tages schon, denke ich. Ah, das Bein kann ich da nicht reinhauen. Okay, weil das ein... Das ist so Soulbound-mäßig. Okay. Ja, was wir wahrscheinlich noch zeitig schaffen könnten, ist in die Kanalisation gehen. Denn die Atma, die hier steht, die hat uns gesagt, hey, geht mal in die Kanalisation. Da ist Radament. Der hat meinen Sohn und meinen Vater, nee, meinen Mann getötet. Oh, ich weiß noch, das hat mich umgehauen. Ja, aber wir könnten... Die haben mich fertig gemacht. In Level 2 gibt es einen Wegpunkt und da können wir dann nächstes Mal wieder anknüpfen. Ja, okay. Generell vielleicht auch mal ein bisschen farmen erstmal. Ja, aber das kriegen also wir hier eh jetzt. Also gerade so Equipment und Gold. Ja, ja. Einfach nur mal ein bisschen... Ich glaube, das müssen wir eh in Akt 2 machen. Ja, ja. Wir müssen einzelne Stages farmen. Ja. Oh. Junge. Hier, guck mal, ich werde die ganze Zeit gekrittet und kann da nicht wegrennen. Ja, hier müssen wir echt aufpassen. Diese... Die sind auch blau alle. Diese Horden hier von diesen... Ja. Pfeil und Bogen. Junge. Die sind manchmal echt ein bisschen viel. Ja, die Schlucht der Magier, da werden wir auch, wir werden sogenannte Tumbruns machen, wir werden in alle, Stoßzahlen hin, Blauer. Oh, sorry, habe ich jetzt direkt aufgesammelt, nicht, dass ich dich wieder trigger. Also solange du nicht items, ich weiß nicht, ob wir uns da mal eine Vereinbarung treffen wollen, wenn du es nicht hinkriegst, aber... Ja, was meinst du denn? Ja, nee, ist schon, also ja. Den Stoßzahlenhelm können wir eh nicht gebrauchen. Ja, können wir beide nicht nehmen, ist klar. So. Da ist mir scheißegal. Ich zum Beispiel sehe, dass da ein Stab liegt, dann nehme ich den gar nicht auf. Ja, beim Zepter mache ich es auch nicht. Aber zum Beispiel hier so Topaz, da ist eigentlich auch scheißegal, wer die nimmt. Aber die dürfen wir nicht verkaufen. Wir können uns ja dann darauf einigen, du sammelst die ganzen Topaze und den ganzen Shit. Ja. Und ich nehme nur die Items. Oh, Achtung, wenn die sterben, Gaswolke hier. Jo. So, da den. Genau, den nimmst du auch mit. Oh, hier ist wieder eine Horde. Hier ist eine Rüstung, der blaue. Jetzt habe ich halt ein schlechtes Gewissen, weißt du? Jetzt will ich nichts mehr aufsammeln. Ach komisch. Oh, du tust mir so leid auf einmal. Hör auf. So, Level up. So, ich muss aufpassen. Ja, da sieht man, dass du halt diesen Erfahrungsschrein einmal hattest. Mhm, stimmt. In der ersten Folge direkt, ne? Ja. Nein, ich würde einfach sagen, wir können schon alles aufsammeln, solange wir halt einfach kommunizieren, wenn wir verkaufen. Ich habe hier noch wenn jenes, da was dabei ne? ist, ja. Was wahrscheinlich für, so wie ich vorhin hier Schild. So. Und ansonsten teilen wir ja goldtechnisch eh ein bisschen, denke ich. Ja, ja. Ne? Also wenn du was brauchst, guter jederzeit, sag Bescheid. Ich hab ja letztens ja zum Rerollen habe ich dir auch ein bisschen Money gegeben, ja. Falls du dich erinnerst, Junge. Rerollen? Hier bei Geed, Junge, Glücksspiel. Ja, weil wir alles abwerfen. Ja gut, ist ja auch egal. Also wir können generell sagen, so, also ich wäre dir einfach nur verbunden, wenn du den ein oder anderen Mana-Trank vielleicht nicht nimmst. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, jetzt Real Talk, wenn wir nicht beim Kämpfen schnell Ninja looten, weil das würde uns umbringen. Irgendwann. Ja, das kann sein, das stimmt. Da muss ich mich ein bisschen zügeln einfach. So, erstmal alles kloppen, weil am Ende, wir nehmen uns ja nichts weg. Ist halt so drin, so, es ist genetisch, ich weiß. Ja, man hat Angst, Dinge zu verlieren. Oh, ja. Hier, Knorrstab, der ist bestimmt... Ist gesockelt. 3 zu Wärme. Oh, das ist krass. Wärme ist krass, ne? Das ist ja, Mana-Regeneration. Ich nehme das. Ja. Da kannst du schön... Warte mal, wie viele Dinge hat der? Wie viele Slots? Wie viele gesockelten Slots? 1. Ah, schade. Aber 1 zu Frost nur bei 40 Angriffswert ist eigentlich besser. Weil ich habe eh nicht viel Mana, also... Ja, aber den hätte man übelst gut behalten können für Leaf, also für Blood. Und dann hättest du 3 zu Wärme plus 3 zu Wärme plus 3 zu Feuer. Warte mal, sind 2x Ausgänge. Ja, ja, das eine ist quasi ein anderer Eingang in die Kanalisation. Ach so, und hier geht's weiter runter. So, das wird jetzt heftig hier. Ja.
Ja, hier in der Ebene suchen wir einfach den Wegpunkt und dann sind wir schon für heute durch, glaube ich. Ja, mal gucken. Akt 2 habe ich echt am meisten in Erinnerung. So, jetzt bin ich auch Level up. Nice. Okay. Ja, hier schön Effer hochskillen, habe ich gesagt, ne? Geil, ich hau einmal die drauf. Haben auch ihre Auren immer an, ne? Das ist schon echt geil, Alter. Ja, ja, jetzt decken wir ein bisschen durch. Oh, hier. Oh, okay. Wollen wir AOE? Aber da bin ich halt Gold wert. Ja, ja, übel. Ja, wir ergänzen uns schon. Hier, Ringpanzer. Der ist gut für meinen lieben Begleiter bestimmt. Achso, den habe ich jetzt. Nee, ich dachte, du hast mir den so hingeworfen. Der hat zwei Sockel auch. Und der nimmt Speere, ne? Können wir auch mal Auge aufhalten, falls wir Speere hier rumliegen. Ja. So eine Latte oder so. So eine Latte. Oh, hier ist schon drei? Nee. Also ja, aber... Ich meine, wir können halt reingehen und ihn umklatschen. Haben wir die Quest erledigt, aber... Ich habe Angst vor dem. Ja, ich auch ein bisschen. Oh, hier unten sind Special Gegner. Oh, groß Zepter. Verzauberte Aura. Ist tot. Ja, nur verzauberte Aura. Oh, Junge, du bist da aber auch... Ja, ja, ich hau die aber auch um. Das war wieder ein Mana-Trank, na gut. Hier, ach, einfach das Max, große Zepter. Ey! Das große Zepter? Willst du es nicht nehmen? Nee. So. So, hier nimm den scheiß Mana-Trank. Du bist sogar ein Geiler. Ich brauch halt auch mal Mana. Tatsächlich mache ich mit meinen Angriffen auch... Verbrauche ich Mana. Ich mal einen Mana-Trank nehmen, will ich nicht da direkt. Wer ist er denn, Alter? Was war das für ein Typ? Hör mir nicht zu, ist gar kein Problem. Doch, aber der hat mich gerade mit seinen Säbeln. Da! Ja, was sind das für Boys? Das ist Grievous. Warte, ich schalte mal auf. Oh, eine Tier, die musst du nehmen! Ich kann nicht, ich bin voll! So, jetzt brauchst du noch eine, die Rall. Zwei Mana nach jedem Kill? Ja, ja. Ultra heftig. Ja, ja. Wenn du jetzt noch die Rall kriegst, dann holen wir den Stabjungen und dann smackst du um. Kann man den irgendwann kaufen? Ja, ja, den kann man kaufen. Ja. Kalle, dann specke, also dann habe ich den Stab. Hast eine du eine Folge. Rall? Hast du eine Rall? Wie eine Rall? Eine Rallrune. Tier. Dann Tier habe ich gerade aufgesammelt. Genau, aber du brauchst noch eine Rall. Du brauchst zwei Stück. Andere habe ich dir alles gegeben bislang. Ja, dann haben wir noch keine. Kann man die irgendwo kaufen? Nein. Aber wir können, was wir machen können, ist nochmal nächstes Mal zu überlegen. Ob wir, wenn du sowieso sagst, du willst noch ein bisschen farmen, wir gehen zum Schwarzmoor und machen die Gräfin nochmal platt. Weil die droppt immer eine Rune. Echt? Ja. Ja, das müssen wir Safe Call machen, Digga. Ja. Ist halt ein bisschen blöd zum Anschauen, wenn wir immer ein neues Spiel aufmachen müssen und so, aber... Nein, aber das ist ja auch das Spiel an sich. Ja, ja. So Hardcore. Es ist nicht einfach nur die Story spielen. Ja. Ich wollte so schwere sagen. Handschuhe sind auch gut für ihn. Ah nee, er kann nur Helm nehmen. Lol. Ja. Ich laber scheiße. Schwere Handschuhe, sind die besser als Kettenhandschuhe? Nee. Okay. Gut, sorry. Wegpunkt. Alles gut. Ich will den Wegpunkt nur schnell noch finden. So. Dann machen wir nächstes Mal direkt Radarman fertig. Oh, pass auf. Ja, hier ist ein bisschen was durch. Ich habe aber jetzt immer meinen Finger auf dem Regenerationstrank hier. Das sah sehr heftig aus. Es sind ja einfach auch auf einmal viel mehr Gegner, ne? Teilweise. Ja, klar. Auch die Wurmgruft, die wird uns auch richtig hochnehmen, denke ich. Ja, da habe ich Bock drauf. Also dieser Arc wird unser... Da müssen wir echt... Da müssen wir echt ran. Ich habe hier noch so einen Smaragd mit, Saphir mitgenommen. Weißt du, diese Gräber, da bin ich so oft gestorben. Naja, die Gräber sind... Alter, also jetzt langsam knallt die Nova. Ja, das ist geil. Hier ist so ein schöner Landsknecht-Spieß. Ich habe jetzt mal einen Mana-Tank genommen, weil ich brauche den. Ja, ist okay. Okay, wir müssen nach unten, scheinbar. Ist der Wegpunkt auf Ebene 3? Nee, der ist auf Ebene 2, aber... Ah, ja, ja, ich seh's, ja. Ah, wobei, hier oben... Ist hier noch was? Nee, das wäre ja... Nee. Also meine Nova knallt jetzt langsam richtig. Also, zwei Stück und ich hab hier so einen ganzen Raum weg. Das ist ganz nice. Ja, das ist geil. Ich mach jetzt hier Alpha-Schaden, viermal draufhauen, jeweils... Alpha-Schaden, Digga. Alpha-Schaden, Junge. Ja, Carsten Stahl mit dem Alpha-Schaden. Hm. So. Oh, ein fehlerhafter Diamant. Ja, jetzt finden wir hier die fehlerhaften Sachen. Mhm. Klingt scheiße, ist aber gut. Das hier für ein Gedieß in Gier sagen. So, jetzt Blut wäre eigentlich vorbei, aber wir können, wie du willst... Können auch verkaufen, oder? Ja. Also. Ja. Dann gehen wir nächstes Mal Deckard.
Er kann gar nicht identifizieren. Ja. Ich habe alles identifiziert. Krass. So, 3 zu Wärme, 1 Sockel. Der kann man aber nicht mehr Sockel rausholen, ne? Also ich muss den wegtun, ne? Es gibt später eine Quest, aber erst im 5. Akt, da kriegst du einen Sockel drauf. Also es lohnt sich nicht. Aber eigentlich ist der besser als ein Frostnova. Ja, aber ich würde da jetzt nicht eine Rune reinklatschen. Warum nicht? Ich habe ultra viele. Rune nicht. Aber Sockel. Ja, ja. Ich habe hier noch sonst ein Juwel. Guck mal, vielleicht ist das was dafür. Die gebe ich dir hier. Ach, das kann man auch reintun. 7 erhöhter Schaden. So. Alright. Krass, kann man das wieder rausnehmen? Nee. Einmal drin. Alles drin. Ja, ja. Gut, Leute. Das war's dann für heute. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Spendenaktion entwickelt, welche Bestrafung wir jetzt noch rausnehmen. Ich hab Angst davor. Ein bisschen, auf jeden Fall. Das heißt, wir haben den ersten Akt überstanden. Andariel ist platt. Holen wir nächstes Mal Radament und dann geht's hier los. Dann holen wir uns die nächsten Items, die wir brauchen. Dann geht's hier los, geht's hier weiter. Intros, gerne nochmal schauen, ob ihr Bock habt, ein bisschen was zu basteln. Das kann auch richtige, wacke Scheiße sein. Ja. Achtet nur ein bisschen bitte bei der Musikauswahl darauf, dass es Copyright-Free-Shit ist. Ansonsten, ja. Oder von Epidemic Sound. Genau. Epidemic Music. Genau, könnt ihr da auch. Haben wir alle recht. Ja, alle recht. Genau. Warte mal, achso, Gold einzahlen noch? Ne? Richtig. So, dann zoome ich nochmal rein und sage, Folge ist vorbei. Ne? Das war's mit Hart aber Herzig, mit Kalle und Sterzig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis sie.